Hallöchen Leute und willkommen zu einem Infovideo zum wahrscheinlich größten Event, das es bisher auf meinem Kanal gab. Und das Ganze findet schon an diesem Wochenende statt. Am Samstag ab 14.30 Uhr geht es nämlich in ein 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Und das Ganze streamen wir auch 24 Stunden am Stück live für euch. Der erste 24-Stunden-Stream ist also am Start. Und warum ihr den definitiv nicht verpassen solltet, erläutere ich euch jetzt hier in diesem kleinen Infovideo. Denn wir haben unter anderem über 50 Teams, die sich hier angemeldet haben für dieses Rennen. Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich für alle, die sich dafür interessieren würden. Und das bedeutet, dass wir auf dieser Le Mans-Strecke, die ja eigentlich recht groß ist, über 50 Fahrzeuge haben werden. Und das Ganze eingeteilt in drei verschiedene Fahrzeugklassen. Wir haben zum einen die GT4-Fahrzeuge, die GTE-Fahrzeuge und wir werden mit unserem Team in der LMP1-Klasse unterwegs sein, was die mit Abstand schnellsten Fahrzeuge sind. Wir werden dabei im 2016er Porsche LMP1-Hybriden fahren. Ja, und unser Team besteht unter anderem dann aus dem Markus, den ihr unter anderem aus der Mega-Koop kennt und auch aus dem ein oder anderen F1-Community-Stream, der war da immer wieder mit am Start. Der Ava, mit dem wir unter anderem unsere Liga-Rennen gefahren sind, aber auch ihn dürftet ihr mittlerweile aus der Mega-Koop kennen. Und den Timo kennt ihr wahrscheinlich sehr gut, wenn ihr die letzten Gangbeasts-Folgen gesehen habt. Aber auch der Timo kennt sich super mit Motorsport aus. Unter anderem hat er mich super im Team Radio Podcast zum Deutschland-GP ersetzt. Und wir werden uns quasi zu viert hier treffen und dieses Rennen gemeinsam fahren an diesem einen Setup, an diesem einen Rig. Und dementsprechend können wir das Ganze auch wirklich 24 Stunden am Stück für euch live streamen. Und wir werden sogar ein bisschen länger streamen, denn wir werden um 14.30 Uhr, wie gesagt, loslegen am Samstag. An diesem Samstag schon, wohlbemerkt. Und wir werden so ein bisschen Vorprogramm machen. Wir werden ein bisschen mal über das Rennen quatschen, die Strecke etwas näher analysieren, werden uns vielleicht mal so eine schnelle Runde auf der Strecke anschauen, ein bisschen was über das Rennen erzählen und was wir denn so erwarten, beziehungsweise wie denn die Aufteilung wird, wie das Organisatorische ist. Aber danach geht es auch schon um 15 Uhr direkt ins Rennen. Da werden wir natürlich direkt zuschalten und während ein Pilot immer auf der Strecke unterwegs sein wird, werden die anderen in unserem kleinen Studio sein. Und wir werden in diesem Studio dann gemeinsam mit euch, mit dem Chat, dann ein bisschen kommunizieren, werden mit euch quatschen und das Ganze ziehen wir dann wahrscheinlich bis Mitternacht ungefähr durch. Und dann wird das Rennen über Nacht weiterlaufen, also da habt ihr auf jeden Fall auch noch was zu schauen. Aber das Studio wird so ein bisschen pausieren, zumindest bis zum Morgen, denn wir wollen natürlich auch so ein bisschen Kraft tanken, damit wir ein möglichst gutes und fehlerfreies Rennen fahren können. Ist ja logisch, ne, bei einem 24-Stunden-Rennen. Am nächsten Morgen werden wir dann das Studio wieder fortsetzen und eröffnen und werden das quasi als Ersatz zur Facecam nehmen, denn niemand möchte morgens um 6 Uhr in eine Webcam grinsen, insbesondere nicht, wenn einem zwei dicke Leuchtstrahlen hier entgegenstrahlen, damit der Greenscreen super ausgeleuchtet ist. Es wird außerdem eine Kommentatorenansicht geben, die wird ebenfalls das gesamte Rennen übertragen, die werde ich euch dann entsprechend auch dann beim Livestream in die Beschreibung packen, aber auch vieles weitere. Wie ist unsere Stintplanung, wie ist der allgemeine Programmplan und so weiter und so fort, wann eröffnet das Studio am Morgen wieder. Das alles werdet ihr natürlich in der Beschreibung sehen, aber auch da, natürlich kann sich ein bisschen was im Programm ändern, denn natürlich kann man bei so einem 24-Stunden-Rennen und auch bei einem 24-Stunden-Stream nicht alles so im Voraus einfach so mir nichts, dir nichts planen und dann einfach perfekt ohne Probleme umsetzen. Ich glaube, Jan Seifert würde mir da zustimmen. Ich persönlich freue mich aber schon extrem auf das Event. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen hibbelig, aber wenn ich mir diese ganzen Pläne hier anschaue, dann muss ich sagen, das Rennen wird sehr geil, aber das Drumherum wird wahrscheinlich noch geiler. Allein sich schon zu viert zu treffen und dieses Rennen hier zu zelebrieren, das wird richtig geil und ich hoffe, dass das Ganze nicht nur für mich geil wird, für das Team geil wird, sondern auch für euch geil wird, denn wir werden fast 25 Stunden lang das Ganze dann für euch live streamen. Und ich hoffe, dass ihr dann dementsprechend auch richtig viel Spaß aus diesem Stream dann haben werdet und mit viel Spaß aus diesem Stream hinausgehen werdet. Das
ist das wahrscheinlich geilste Event, was wir bisher hier auf dem Kanal hatten. Das ist wahrscheinlich das größte Event, was wir auf diesem Kanal bisher hatten. Und ich hoffe, dass ich das Ganze uns allen zu einem guten Erlebnis werden lassen kann. Und ich gebe mir da auf jeden Fall größte Mühe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch an diesem Wochenende, wie gesagt, am Samstag ab 14.30 Uhr dann im Livestream begrüßen darf. Stellt euch schon mal gerne den Wecker oder richtet euch gerne eine Livestream-Erinnerung ein, wenn der Livestream dann endlich online geht, die Veranstaltung. Das Ganze werde ich dann auch heute oder morgen in Angriff nehmen. Und freut euch auf 25 Stunden feinste Unterhaltung, auf 25 Stunden oder 24 Stunden geiles Racing und auf 25 Stunden mit ein paar sehr, sehr sympathischen Leuten und mir. Nein, Spaß. Auf jeden Fall freue ich mich oder würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag. Haut rein.